ist Manuel Blechschmidt von der Incentergy GmbH. In diesem Video möchte ich kurz die Feature-Spezifikation einlösen ohne Anmeldung am E-Rezept-Fachdienst im E-Rezept VDF. VDF steht hier für Frontend des Versicherten erklären. Worum es geht, ist, es geht darum, dass ich, wenn ich ein E-Rezept erhalten habe und dieses in der E-Rezept-App mir angezeigt wird, nachdem ich den Token abfotografiert habe und ich nicht mit meiner EGK per NFC angemeldet bin, dass ich dann nicht sehe, was in diesem Rezept drin ist. Ich sehe nicht das Medikament, ich sehe nicht mehr, ob es für mich ist, ich sehe nicht meine Adresse oder ähnliches. Und diese Spezifikation löst dieses Problem. Es ist jetzt so, dass grundsätzlich die Spezifikation dafür sorgt, dass jede Apotheke einen Dienst anbietet, wo ich als Patient die Apotheke damit beauftragen kann, mir meine Daten meines E-Rezeptes von dem Fachdienst zu holen. Hier gibt es mal eine schematische Erklärung, wie das funktionieren soll. Und ich erkläre jetzt auch nochmal mit meinen Worten, wie das denn klappt und was da wo technisch passiert. Also, ich bin ein Versicherter oder ein Patient und ich habe jetzt den Ausdruck vom E-Rezept, sagen wir Data Matrix Code. Also dieser Data Matrix Code kodiert den E-Rezept Token und den kann ich mit der E-Rezept App von der Gematik kann ich den einlesen. Und jetzt ist es so, dass ich jetzt diesen Token einlesen kann, aber ich weiß jetzt nicht, was in dem E-Rezept wirklich drin ist. Und was jetzt die Idee ist, es gibt dieses ApoVCD und in dem Apothekenverzeichnis, da sind jetzt schon aktuell die Apotheken drin mit ihren ganzen Adressen. Und was da auch dann drin sein soll, ist, da sollen dann zwei zusätzliche Dinge drin sein für jede Apotheke. Und zwar das eine, das ist das Zertifikat der Apotheke, also da ist vor allen Dingen für uns der private Schlüssel interessant, also SMCB Public Cert, Public Certificate. Und das andere, was hier nochmal wichtig ist, ist, dass hier REST-Endpunkte für die Nutzung eines E-Rezept-Dienstes hinterlegt werden soll. So sieht das jetzt aus und was die E-Rezept-App jetzt machen kann. Also ich kann jetzt als Patient in der E-Rezept-App sagen, hey, bitte beauftrage diese Apotheke, um mir die Daten meines E-Rezeptes anzuzeigen. Und was die App dann macht ist, sie nimmt dann diesen E-Rezept-Data-Matrix-Code und dieses Zertifikat, also für sie verschlüsselt, dass das Rezept mit dem Zertifikat, E-Rezept-Fetcher, so, ich brauche mal ein bisschen mehr Platz, damit ich das ein bisschen besser darstellen kann. So, also was passiert ist, der muss hier reingehen und der kommt aus dem VCD, die hier müssen hier auch reingehen und das liegt hier im APO-VCD für jede Apotheke, die das kann. Und was dieses System jetzt machen kann, das kann jetzt zu einem Service der Apotheke. Und dieser Service, der hier oben, der wird typischerweise außerhalb der Telematikinfrastruktur betrieben und typischerweise wird er von einem Apotheken-Softwarehersteller betrieben. Also so die typischen, ich werde jetzt keinen nennen, die sind recht bekannt. Und was jetzt passiert ist, dieser Apothekenservice kommuniziert jetzt mit der Apotheke selbst. Und zwar, das ist dann die Apotheke selbst, also in der Apotheke. Das ist sozusagen Server in der Apotheke. So, dieser Server kann jetzt wieder auf den Connector zugreifen. Also hier ist der Connector. Was jetzt geht, ist, dass dieser Connector hat Zugriff auf den privaten Schlüssel der SMCB. Also ich mache das hier einfach mal so, und zwar Private Key SMCB.
Und damit ist nachher dieser Server in der Apotheke in der Lage, diesen E-Rezept-Token, der hier war, wieder zu entschlüsseln. Und jetzt kann das System einfach vom Fachdienst, da geht das, der Token dann hin. Token und dann kommt das ganze E-Rezept zurück. Das ist dann wirklich, das ist halt wirklich das Firebundle, E-Rezept Firebundle. Und das kann dann wieder an den Patienten geschickt werden, wo ich dann nochmal in der Spezifikation nochmal gucken muss, wie das dann verschlüsselt wird. Aber das ist der grundsätzliche Fluss, wie das funktionieren wird. Kurz gucken, dass hier nochmal so. Dann connecte ich den hier. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen rauszoome, dann sieht man, wie das funktionieren soll. Ich wiederhole es nochmal in Kurzform. Der Patient ist in der E-Rezept-App nicht angemeldet, scannt einen E-Rezept-Data-Matrix-Code, lädt sich dann aus dem Apothekenverzeichnis die SMCB-Zertifikate und die Restendpunkte für eine bestimmte Apotheke runter, würde dann an diesen Restendpunkt, der hier oben ist, den verschlüsselten E-Rezept-Token schicken. Dieser Service kommuniziert dann mit den Servern in der Apotheke, die Zugriff auf den Connector haben, die können den E-Rezept-Token entschlüsseln. Mit dem Token wird vom Fachdienst das E-Rezept geholt und das E-Rezept kann dann wieder dem Patienten angezeigt werden. Das ist das, was aktuell in dieser Spezifikation hier beschrieben wird. Und hier steht sozusagen auch nochmal drin, wie das alles abläuft. Und wahrscheinlich wird es auch nochmal so sein, dass der Patient auch nochmal einen Session-Schlüssel hiermit übergeben kann, so dass dann auch seine E-Rezept-Daten von ihm wieder verschlüsselt übertragen werden. Genau. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen und freue mich auf das nächste Mal.